Hallo und herzlich willkommen zu den besten Laptops unter 1000 Euro. Diese Laptops sind perfekt zum Studieren, für die Schule oder auch für die Arbeit. Ich stelle euch den meiner Meinung nach besten Laptop vor und vier weitere. Ihr findet jeden einzelnen Laptop in der Videobeschreibung verlinkt. Und Leute, am Ende des Videos habt ihr eine übersichtliche Vergleichsübersicht der besten Laptops. Als erstes haben wir das Notebook von Asus, mein persönlicher Favorit und damit auch TechMars Sieger-Notebook. Man hat hier ein 17,3 Zoll Display, was für ein Laptop schon groß ist. Installiert ist Windows 11 Pro und ihr habt 1000 GB SSD-Speicherplatz. Der Laptop wurde mit höchster Sorgfalt von Shinobi in Deutschland fertig zusammengebaut und getestet. Ihr habt bei dieser Variante 20 GB RAM oder auch Arbeitsspeicher genannt und das ist schon viel. Vermarktet wird dieser Laptop nicht zuletzt deswegen als Gaming-Laptop. Er sieht aber ganz schlicht und weniger nach Gaming aus. Also ab und zu eine Runde zocken ist auch drin und zwar auch mit angemessener Grafikleistung. Und auch der Intel Iris Xe Graphics Chip beschleunigt die Spiele. Verbaut ist der Intel Core i7-1165G7 Prozessor. Es gibt hier zudem ein Microsoft Office Paket als Vollversion vorinstalliert. Und es gibt hier einen Virenscanner und Internetschutz namens G-Data Internet Security. Ihr bekommt hier die Vollversion inklusive ein halbes Jahr Updates. Dieser Asus Notebook von Shinobi ist wie gesagt mein Favorit. Das starke Paket gibt es für 888 Euro. Dann machen wir weiter mit einem HP Laptop. Dieser hat ein 17,3 Zoll IPS Display verbaut. Als Betriebssystem ist hier Windows 11 installiert. Der Laptop ist großartig geeignet zum Kreieren, Zocken, Arbeiten, Lernen und um sich zu unterhalten. Ihr habt hier mit 1 TB Speicher genug Speicherkapazität. Und auch ordentlich Leistung bietet dieser mit 16 GB RAM und dem Prozessor AMD Ryzen 7 5700U. Den HP Laptop bekommt ihr für 799 Euro. Als nächstes haben wir das Huawei MateBook D15. Hier lässt sich die Displaygröße aus dem Namen entnehmen. Das Display ist 15,6 Zoll groß und es hat eine 87%ige Screen-to-Body-Ratio, geht also ziemlich weit an den Rand. Ihr habt hier als Betriebssystem Windows 11 installiert. Ansonsten gibt es hier als Prozessor den Intel Core i7-1165G7 und 16 GB RAM. Und ihr habt hier 512 GB SSD-Speicher. Besonders ist hier der Fingerabdrucksensor. Damit könnt ihr euren Laptop ganz bequem mit eurem Finger entsperren. Das Huawei MateBook D15 kostet 973,16 €. Jetzt als vorletztes haben wir noch das Honor Magic Book 15. Auch hier gibt es oben rechts neben der Tastatur einen Fingerabdrucksensor zum Entsperren vom Notebook. Das Magic Book von Honor besticht mit seinem leichten Gewicht von nur 1,53 Kilogramm. Ihr habt hier 16 GB RAM und zusammen mit einem Intel Core i5 Prozessor der 11. Generation hat auch dieser Laptop starke Leistung. Internen SSD-Speicher habt ihr hier 512 GB. Und ihr habt hier Windows 10 in der Home Edition installiert, was auch völlig okay ist und nicht wenige ziehen Windows 10 der Windows 11 Variante vor. Das kompakte, leichte Honor Magic Book 15 bekommt ihr für 839 Euro. Als letztes haben wir nochmal etwas anderes für euch mit dem HP Pavilion 2-in-1 Laptop. Das 2-in-1 bedeutet, dass er sich zusammenklappen und umklappen lässt und gleichzeitig per Touch bedienbar ist. Was bedeutet, dass ihr hier ein Tablet und Laptop in einem habt, was im Studium nicht selten von Vorteil sein kann. Aber auch fürs Entertainment zu Hause mit Kino am Abend, dann profitiert man auch von dieser Klappfunktion. Das Display ist 14 Zoll groß, ihr habt 16 GB RAM und verbaut ist der Intel Core i5-1135G7 Prozessor. SSD-Speicher gibt es hier 512 GB. Ansonsten gibt es auch hier einen Fingerabdrucksensor. Und mit 1520 Gramm Gewicht ist dieses Modell hier sogar noch ein Ticken leichter als das Honor Magic Book 15. Den HP Pavilion 2-in-1 Laptop bekommt ihr für 849 Euro. Hier habt ihr noch eine Übersicht der besten Laptops. Die Preise können schwanken. In der Videobeschreibung sind alle Laptops verlinkt, dort sind auch die aktuellen Preise. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, vergesst nicht einen Daumen nach oben dazulassen und im besten Fall noch einen Kommentar zu schreiben. Lasst uns die 100 Daumen hoch schaffen.
Falls ihr technikbegeistert seid und immer das beste Zeug kennenlernen möchtet, abonniert noch den TechMaus Channel. Hier gibt es regelmäßig neue Videos. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.